Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Aufatmen nach dem Ebola-Alarm in Pankow. Gold für Schwimmarzt Patrick Hausting. Und das Wetter, mal Sonne, mal Regen. Der Herbst steht vor der Tür. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 20. August. Ebola-Verdacht ausgeräumt. Nach dem spektakulären Einsatz am Dienstag in einem Jobcenter in Pankow kann nun endgültig Entwarnung gegeben werden. Wie die Charité nun definitiv mitteilte, hat sich der Verdacht einer Ebola-Infektion der gestern im Virchow-Klinikum eingelieferten Patientin nicht bestätigt. Diese ergaben die Blutanalysen. Jedoch wurde bei der Patientin eine Erkrankung an Malaria nachgewiesen. Ihr Gesundheitszustand hat sich aber inzwischen deutlich verbessert. Für Berliner, die sich Dienstag im Jobcenter in der Stockower Straße aufgehalten hatten, hatte die Gesundheitsverwaltung bis Mittwochnachmittag sogar noch ein Infotelefon geschaltet, falls dennoch Unsicherheiten bestünden. Unterdessen zieht die Gesundheitsverwaltung eine positive Bilanz des Einsatzes vom Dienstag. Zugleich forderte die Gewerkschaft der Polizei eine genauere Einweisung ihrer Kollegen für die Zukunft, wie in solchen Ernstfällen zu reagieren sei. Herzlichen Glückwunsch! Sportsenator Frank Henkel hat Schwimmer Patrick Hausting zur Goldmedaille bei der EM hier in Berlin gratuliert. Ich gratuliere Patrick Hausting zu diesem tollen Goldtriumph vom 1-Meter-Brett. Das war ein packendes Finale. Dieser Erfolg ist Belohnung für jahrelanges Training und viel Leidenschaft für den Sport, so Henkel in seiner Gratulation. Radler Rambo geschnappt. Durch Bilder dieser Überwachungskamera in einem Bus ist ein Jugendlicher gefasst worden, der einen tödlichen Fahrradunfall verursacht haben soll. Bei einer Durchsuchung am Mittwoch in Zehlendorf fand die Polizei Beweise. Der 17-Jährige gab den Unfall zu. Der Radfahrer war im Juni mit einem 70-jährigen Fußgänger zusammengestoßen. Der Rentner wurde so schwer verletzt, dass er wenige Tage später starb. Der Radfahrer beging Fahrerflucht. Unterbrechung der U-Bahn. Von Mittwochabend bis voraussichtlich zum Sonntag ist die U2 teilweise unterbrochen. Wegen Bauarbeiten fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Bismarckstraße Busse statt Bahnen. Noch bis zum Sonntag wird zudem weiter auf der Stadtbahn zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof gebaut. Auch hier werden Busse eingesetzt. Zudem fahren mehr Regionalzüge. Unterdessen wollen BVG und S-Bahn am Samstag alle Fußballfans pünktlich zum Heimspiel von Hertha BSC gegen Werder Bremen ins Olympiastadion und natürlich auch wieder nach Hause bringen. Beide Unternehmen empfehlen daher, die Ringbahn als Umfahrung oder die U7 zu nutzen. Wirtschaftssenatorin unterwegs in der Brauerei. Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer und der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Pätzold waren am Mittwoch auf Wirtschaftstour unterwegs in Lichtenberg. Dabei besuchten sie unter anderem die Radeberger Brauerei an der Indira Gandhi-Straße. Hier informierte sich die Senatorin über die Zukunftschancen des Standortes und lernte dabei auch das ein oder andere Detail des Bierbrauens genauer kennen. Neben der Brauerei besuchte Itzer auch noch andere Standorte in Lichtenberg. Gute Nachricht für Studenten. Sie erhalten ab Herbst 2016 7% mehr BAföG. Zugleich werden die für die BAföG-Berechnung wichtigen Elternfreibeträge ebenfalls um 7% angehoben. Der Mietzuschlag bei der Ausbildungsförderung wird von 224 auf 250 Euro erhöht. Insgesamt steigt dadurch der monatliche BAföG-Höchstsatz künftig von 670 auf 735 Euro. Schulranzen für Schulanfänger. Das Deutsche Kinderhilfswerk und Berlins größter Radiosender haben am Mittwoch 500 Schulranzen in einem Gesamtwert von ca. 50.000 Euro an künftige Schulanfänger verschenkt. Damit soll gezielt im Bildungsbereich geholfen werden, denn immer mehr Kinder werden aufgrund ihrer sozialen Herkunft zu Bildungsverlierern. Etlichen Eltern falle es dadurch auch finanziell enorm schwer, Geld für den Ranzen und seine Ausstattung aufzubringen. Also ich habe durch meine Mutter erfahren, dass es das hier gibt und ich finde das richtig gut. Habe mich auch direkt beworben. Ja, der Schulranzen ist echt top. Hätte gar nicht gedacht, dass es hier sowas Gutes noch gibt.
Rund 150 Kinder holten sich ihre Ranzen am Mittwoch persönlich im Berliner Museum für Kommunikation ab. In Berlin leben viele Kinder, deren Eltern kein eigenes oder nur ein geringes Einkommen haben. Auch diese Kinder haben ein Recht auf Chancengleichheit, so das Kinderhilfswerk. Wir machen diese Aktion schon seit 2005, weil wir der Meinung sind, dass gerade Kinder, die eben aus schwierigen Verhältnissen kommen, zur Einschulung einen besonders guten Start brauchen. Und darum verteilen wir hier die Schulranzen. Unterricht im Container. Um dem steigenden Platzbedarf an den Grundschulen in Pankow, Lichtenberg und Reinickendorf Herr zu werden, stellten Bildungssenatorin Sandra Scheres und Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Mittwoch sogenannte Schulergänzungsbauten vor. Auf gut Deutsch, in Zukunft werden Grundschüler dann in Containern unterrichtet. Insgesamt 7 Standorte werden zum Schuljahresbeginn damit ausgestattet. Eine Kollegin ist gestern, glaube ich, einmal durchgegangen und hat gesagt, stell dir vor, es ist wie im Westen. Es ist ein niegelnagelneues Haus, es ist wunderbar ausgestattet, das Mobiliar ist da, es ist kreidefrei, es ist großzügig, es gibt einige Klassenräume, die sogar den Zugang zu den Nebenräumen haben. Spektakuläre Peter-Aktion. Um das Leiden von Zirkustieren zu verdeutlichen, haben am Mittwoch etwa 100 Peter-Aktivisten vor dem Brandenburger Tor protestiert. Gleichzeitig hat die Organisation 624.000 Unterschriften gesammelt für ein Wildtierverbot im Zirkus. Um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen und das Leiden der Wildtiere zu symbolisieren, füllten 50 nur mit grauer Unterwäsche bekleidete Menschen mit ihren Körpern die Konturen eines auf dem Boden gezeichneten Elefanten aus. Zahlreiche Aktivisten verteilten Flugblätter. Elefanten und auch andere Wildtiere wie Bären oder Löwen oder Tiger werden in Zirkusbetrieben angekettet. Sie werden in winzige Käfige gesperrt. Sie werden teilweise geschlagen, um die gewünschten Dressurtricks auszuführen. Und wir haben im Rahmen einer einjährigen Kampagne, die heute zum Abschluss kommt, 620.000 Unterschriften gesammelt für ein Verbot von Wildtieren im Zirkus. Fluchthilfe, Thema einer neuen Ausstellung. Am Freitagabend wird in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde die Sonderausstellung Risikofreiheit – Fluchthilfe für DDR-Bürger eröffnet. Es handelt sich um die erste umfassende Ausstellung zum Thema Fluchthilfe für DDR-Bürger. Anlässlich der Ausstellungseröffnung werden mehrere Zeitzeugen von ihren Erfahrungen berichten. Die Sonderausstellung ist dann bis Juni 2015 zu sehen. Der Eintritt ist frei. An diesem Sonntag findet übrigens eine Kuratorenführung statt. Mehr Infos dazu direkt bei der Erinnerungsstätte. Programm vorgestellt. Tanguera, das Tango-Meisterwerk aus Buenos Aires, kommt nach 5 Jahren zurück in die Hauptstadt. Seit dem letzten Gastspiel begeisterte die derzeit aufwendigste und erfolgreichste Tango-Produktion das Publikum auf der ganzen Welt. Dem Zuschauer präsentieren sich fantastische Lichtdesigns mit preisgekrönten Choreografien. Erste Eindrücke gab es schon mal am Mittwoch. Vom 21. bis 26. Oktober kann sich das Publikum im Admiralspalast vom weltweit ersten Tango-Musical und seiner tragischen Geschichte in seinen Bann ziehen lassen. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Himmel nur gering bewölkt, es bleibt also größtenteils trocken, bei Tiefstwerten zwischen 14 und 12 Grad. Der Donnerstag präsentiert sich durchwachsen, ähnlich wie bereits der Mittwoch. Regen soll es keinen geben, doch mit höchstens 19 Grad wird es nicht allzu warm. Und der Blick ran ans Wochenende. Freitag und Samstag wechseln sich Sonne, Wolken und kurze Schauer ab. Das Quecksilber klettert nicht über 21 Grad. Erst am Sonntag sinkt die Schauerneigung. Doch mit 18 Grad wird es nicht gerade warm. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.